Wann habt ihr das letzte Mal einen wirklich prachtvollen Sternenhimmel gesehen? Wahrscheinlich war es im Urlaub, in den Bergen, in der Wüste oder auf hoher See. Der Blick in den Sternenhimmel ist Emotion für uns. Der Anblick der unzähligen Lichtpunkte und zum anderen die Frage, was ist da draußen in den unendlichen Weiten des Universums? Der Sternenhimmel gehört schon immer zu unserer Kultur dazu. Seefahrer nutzen ihn zur Navigation und er ist noch immer Gegenstand von Wissenschaft und Forschung. Fasziniert von diesen Eindrücken schauen wir zu Hause in den Nachthimmel. Dort sieht er meist so aus. Nur die hellsten Sterne sind zu sehen. Warum ist das so? Das Kunstlicht unserer Städte, das nach oben gestrahlt wird, streut sich in der Atmosphäre und hält den Nachthimmel derart auf, dass wir die schwachen Sterne gar nicht mehr sehen können. Okay, wer geht auch in die Stadt zum Sterne beobachten? Da geht man doch hinaus aufs Land, dorthin, wo es dunkel ist. Aber muss das sein? Der Unterschied der Beobachtungsbedingungen auf dem Land und in der Stadt war Grund für mich, mir unseren Umgang mit dem Kunstlicht genauer anzuschauen. Ich habe dann eine Initiative zum Schutz der Nacht gegründet. Ich werde euch erzählen, warum. Kunstlicht ist wichtig, das ist klar. Es verlängert unseren Tag in die Nacht hinein. Es ermöglicht uns Orientierung, gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Es ist Zeichen für Fortschritt, für Moderne, für Urbanität, für Lebensqualität. Naja, und manchmal sieht es auch einfach nur dekorativ aus. Schaut man nachts von oben auf unsere Städte und Gemeinden, hier die Region Stuttgart, dann fällt auf, dass nicht nur Straßen und Gehwege beleuchtet werden, sondern große Lichtmengen gehen auf Häuser, in die Natur oder einfach sinnlos in den Nachthimmel. Das ist letztlich sinnlos verbrauchte Energie, sinnlos verschwendete Ressourcen und letztlich auch verschwendetes Geld. Ist euch schon aufgefallen, dass viele Straßenbeleuchtungen blenden? Das Licht soll uns doch eigentlich Sicherheit geben. Aber wenn es uns blendet, dann schränkt es unsere Sehfähigkeit ein und es reduziert die Sicherheit. Hier sollte man eigentlich nur Straßen und Gehwege sehen, die beleuchtet werden. Man sollte nicht das Leuchtmittel selbst sehen. Der Mensch ist schon immer auf einen Wechsel von Tag und Nacht eingerichtet. Tagsüber ist es hell, wir sind aktiv, nachts ist es dunkel, da ist unsere Ruhephase. Gesteuert wird das Ganze über das Hormon Melatonin, über spezielle Zellen im Auge, die besonders auf den Blauanteil im Licht empfindlich sind. Warum ist das so? Das Tageslicht hat tagsüber eine bläuliche Farbe. Das signalisiert Aktivität für uns. Gegen Abend wird das Licht gelblicher und leitet die Ruhephase ein. Daher ist bläuliches Licht am Abend schlecht. Das ist der Grund, dass man auch abends nicht aufs Smartphone oder auf das Tablet schauen soll, weil das besonders hohe Blauanteile im Licht hat. Gut, von daher ist diese Straßenbeleuchtung eigentlich schon ganz gut. Sie hat gelbes Licht. Aber Melatonin wird nur ausreichend erzeugt, wenn es dunkel ist. Wenn man jetzt in diesem Haus wohnt, das Schlafzimmer direkt neben der Straßenbeleuchtung hat, dann ist ein erholsamer Schlaf nicht möglich. Dann mach doch den Rollladen herunter, ist da ein schneller Ratschlag. Aber nicht alle wollen in einem abgeschotteten Raum übernachten und vielleicht möchte man ja mit dem Tageslicht erwachen. Dann mach doch den Rollladen herunter. Das ist für die Tiere in der Natur keine Lösung. Sie sind unserer Lichtflut hilflos ausgeliefert. Spätestens seit dem Fußballfinale in Paris wissen wir, dass Insekten vom Licht angezogen werden. Unzählige Nachtfalter sind ins Stadion gelockt worden. Auch hier sind es wieder die Blauanteile im Licht, die die Insekten anziehen. Sind jetzt alle Insekten an unseren Lichtquellen
gefangen, dann führt das nachweislich zu einer Verschiebung im Ökosystem und hat damit wieder Auswirkungen auf andere Tiere. Es werden auch nachtaktive Tiere direkt beeinträchtigt von unserem Kunstlicht, beispielsweise Fledermäuse. Aber auch unsere Gartenvögel werden beeinträchtigt, ihr Tagesrhythmus, ihr saisonaler Rhythmus. Und Zugvögel, die nachts ziehen und über unsere erleuchteten Städte fliegen, werden von ihren Flugbahnen abgelenkt oder kollidieren direkt mit erleuchteten Fassaden. Ihr seht, Kunstlicht, was wir bisher eigentlich nur positiv wahrgenommen haben, hat auch seine Schattenseiten und ist ein ernstzunehmendes Umweltproblem geworden. Wir stehen nun vor dem Konflikt. Auf der einen Seite wollen wir das Kunstlicht kennen, die Vorteile. Zum anderen wissen wir, wie wichtig die Dunkelheit ist. Die gute Nachricht ist, es gibt eine Lösung, nämlich verantwortungsvolle, umweltgerechte Beleuchtung. Dazu muss man sich 5 Fragen stellen. Wo ist Licht nötig? Was soll beleuchtet werden? Wie viel Licht ist nötig? Welches Licht soll benutzt werden? Und wann soll beleuchtet werden? Die erste Frage, wo ist Licht nötig, ist grundlegend. Es muss nicht alles beleuchtet werden. Wenn man eine Beleuchtung gar nicht erst einrichtet, dann spart man Energie und Geld für den Betrieb, aber auch schon für die Einrichtung und für die Wartung. Manchmal muss man aber beleuchten, manchmal will man beleuchten. Dann muss man sich fragen, was soll beleuchtet werden? Schaut man sich viele Straßenbeleuchtungen an, dann fällt auf, dass eben nicht nur Straßen und Gehwege beleuchtet werden. Das Licht strahlt auf Fassaden, es strahlt in die Wohnungen hinein, es strahlt in die Gärten hinein, es blendet den Straßenverkehr oder es strahlt zum Teil einfach sinnlos in den Nachthimmel. Das ist sicher keine gute Lösung. Wie gute Beleuchtung geht, seht ihr auf dem eigenen Schreibtisch. Niemand würde mit einer blanken Glühbirne beleuchten. Sie strahlt das Licht überall hin, sie blendet euch. Eure Schreibtischleuchte hingegen richtet das Licht zielgerichtet auf den Schreibtisch und hat einen Lampenschirm, damit ihr nicht geblendet werdet. Das kann man 1:1 auf die Straßenbeleuchtung übertragen. Eine Kugelleuchte ist eine schlechte Beleuchtungslösung. Eine voll abgeschirmte Straßenbeleuchtung, die das Licht von oben nach unten auf die Straße lenkt und eine Abschirmung hat, dass man nicht geblendet wird von der Lichtquelle, das ist eine gute Lösung. So sieht das Ganze dann in echt aus. Es wird nur das beleuchtet, was beleuchtet werden soll. Das steigert übrigens auch die Effizienz der Beleuchtung, weil kein Licht verschwendet wird. Und durch die Abschirmung wird die Blendung durch die Beleuchtung reduziert und damit der Beleuchtungskomfort gesteigert. Leider ist dieser Grundsatz bei den wenigsten Straßenbeleuchtungen nicht beachtet. Ich bin mir sicher, wenn ihr nachher rausgeht, euch die Straßenbeleuchtung anseht, ihr werdet sie mit ganz anderen Augen sehen und erkennt auch sicher hier schon, welches eine gute Beleuchtungslösung ist und welches eine schlechte Beleuchtungslösung ist. Kommen wir zur Frage, wie viel Licht ist nötig? Wir haben einen großen Empfindlichkeitsbereich. Wir sehen beim Licht der Mittagssonne, sehen aber auch beim Licht des Vollmondes. Von daher ist relativ wenig Licht nötig, um ausreichend zu sehen. Mehr Licht bringt uns nichts. Es erhöht nur unnötig den Verbrauch und es kann sogar blenden. Helleres Licht führt auch dazu, dass es ein Wettrüsten gibt zwischen Straßen. Eine Straße, die bisher ausreichend hell beleuchtet war, wird heller beleuchtet. Dann wirkt die Straße daneben plötzlich dunkler, wird also auch aufgerüstet. Dann merkt der Nebenort, dass seine Straßenbeleuchtung dunkler ist als die von seinem Nachbarort und rüstet auch die Beleuchtung auf. Und so nimmt die Leuchtstärke immer weiter zu. Man kennt das auch von der Lichtwerbung. Es gibt noch einen anderen Effekt, den Boomerang-Effekt, den Rebound-Effekt. Sparsamere Leuchtmittel führen dazu, dass mehr beleuchtet wird, dass heller beleuchtet wird und dass länger beleuchtet wird. Das heißt, die gute Idee eines effizienten, eines sparsamen Leuchtmittels kann zu einem unnötigen Mehrverbrauch führen.
welches Licht soll verwendet werden. Licht unterscheidet sich in der Farbtemperatur. Es gibt kaltes Licht mit hohen Blauanteilen und es gibt warmes Licht mit niedrigen Blauanteilen. Und ihr erinnert euch, die Blauanteile sind es, die unseren Tag-Nacht-Rhythmus beeinträchtigen. Die Blauanteile sind es, die die Insekten anziehen. Und die Blauanteile werden auch besonders stark in der Atmosphäre gestreut. Von daher sollte Licht mit geringen Blauanteilen verwendet werden, nämlich warmweißes Licht. Kommen wir zur letzten Frage: Wann sollte beleuchtet werden? Es kann nicht sinnvoll sein, mit voller Helligkeit zu beleuchten, wenn niemand die Beleuchtung benötigt. Gerade LEDs bieten hervorragende Möglichkeiten für Dimmung, für Bedarfsschaltungen, für Nachtschaltungen. Und das sollte Standard sein. Diese 5 Fragen gelten nicht nur für Straßenbeleuchtung, sie gelten eigentlich für die komplette Außenbeleuchtung. Hier die vermeintlich dekorative Beleuchtung von Bäumen, aber da geht das meiste natürlich am eigentlichen Ziel vorbei. Oder diese Werbebeleuchtung. Es soll eigentlich ein kleines Firmenlogo beleuchtet werden, aber es wird das ganze Gebäude erhellt, es wird die gesamte Umgebung erhellt. Das kann keine gute Lösung sein. Oder die Beleuchtung dieses Sportplatzes. Da geht mehr Licht in den Wald oder in den Nachthimmel als auf das Spielfeld. Oder diese Beleuchtung eines Kirchturms. Mit einem großen Flutlichtscheinwerfer versucht man, die schmale Kirchturmspitze zu beleuchten. Sicher keine gute Lösung. Ihr fragt euch nun, was könnt ihr tun bei dem Thema? Ihr seid vielleicht weder Bürgermeister noch bei den Stadtwerken tätig. Doch, ihr könnt was tun, jeder von euch. Schaut euch die Beleuchtung an eurem Haus an. Denkt über die 5 Fragen nach und optimiert eure Beleuchtung. Und wenn ihr das nächste Mal in den Baumarkt geht, um eine Außenleuchte zu kaufen, denkt an diese 5 Fragen. Schreibt eure Gemeinden an, schreibt eure Bürgermeister an, sensibilisiert für dieses Thema. Ich fasse die 4 Grundsätze für verantwortungsvolle, für umweltgerechte Beleuchtung nochmal zusammen. Sie ist abgeschirmt, also das Licht geht von oben nach unten, kein Licht geht nach oben. Sie ist maßvoll, also nicht mehr Licht als wirklich nötig anwenden. Das Licht sollte geringe Blauanteile haben, also warmweißes Licht nutzen. Und die Beleuchtung sollte eine energieeffiziente Steuerung haben und eben nur dann im Einsatz sein, wenn man sie wirklich benötigt. Wenn man diese 4 Grundsätze bei möglichst allen Außenbeleuchtungen verwendet, dann kann man die negativen Auswirkungen des künstlichen Lichts deutlich reduzieren. Und so ganz nebenbei haben wir dann auch wieder mehr von den echten Lichtern der Nacht, nämlich den Sternen am Nachthimmel. Vielen Dank.